Hi Anja hier für Tablet Blog, die Mobile Geeks. Wir sind gerade in der Halle von Samsung und wir haben hier den KT Spider Laptop. Das ist so eine Erweiterung für das Samsung Galaxy S3. Etwas Ähnliches haben wir vor etwas über einem Jahr schon von Motorola auf der CES in Las Vegas gesehen. Und zwar könnt ihr an diesem Laptop das Samsung Galaxy S3 anschließen. Und hier haben wir kein Betriebssystem drin, kein Prozessor, nichts. Das geht alles über das S3, also ein externer Bildschirm mit einer Tastatur und einem extra Akku. So kann man das in etwa beschreiben. Und hier ist ein 11,6 Zoll Display. Die Blickwinkel sind auch ganz in Ordnung davon. Es ist nicht ganz so leicht, wie man es vermuten könnte, aber es ist schon recht leicht. Das liegt eben daran, dass hier noch ein extra Akku drin ist. Darüber kann das Galaxy S3 dann auch aufgeladen werden. Gehen wir mal um das Gerät herum. Wir haben hier die normale Tastatur, ein Touchpad, ein paar Status-LEDs hier unten. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir einmal einen Anschluss für das Netzteil. Dann, das dürfte ein Mikro, genau, und der Port vermutlich für die Mikro-USB-Anschluss sein. Dann haben wir hier Buttons für die Helligkeit. Hier unten weiter nichts. An der Seite haben wir einen USB 2.0 Port, der wohl nur mit einer Maus funktioniert. Und die Maus sehen wir hier. Sieht ein bisschen wie Apple aus, aber hiermit kann man dann das Samsung Galaxy S3 steuern. Das sehen wir hier, was wir auf dem großen Display machen, passiert auch auf dem kleinen Display. Da können wir eben Apps öffnen, spielen, was immer wir machen möchten. Ja, eine nette Erweiterung, das Samsung KT Spider Laptop für das Galaxy S3. Ich bin André für Tablet Blog, Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.